ganz spannendes Kapitel ist der Ganztag an Ellie. Und was der Ganztag ist, zeige ich euch jetzt. Unser Elias Knapp-Gymnasium ist eine Ganztagsschule. Das bedeutet, wir Schülerinnen und Schüler können an allen Wochentagen von 8 bis 16 Uhr hierbleiben. Neben dem normalen Unterricht haben wir auch Zusatzangebote. Vor allem, wenn beide Elternteile arbeiten, ist das Ganztagsangebot eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Wir sind bis in den späten Nachmittag hier gut aufgehoben und wir Schüler erhalten ein Angebot von tollen Beschäftigungsmöglichkeiten. So, und das Ergebnis von der MKG möchte ich euch nicht vorenthalten. Es ist nämlich der Elli-Honig. Außerdem haben wir auch unsere richtig, richtig coole Basketball-AG. Hier kommen jede Woche einmal die Schülerinnen und Schüler hin und können je nach Wetter draußen oder drinnen Basketball spielen. Und drinnen. Mir geht es manchmal so, dass ich mich am liebsten in zwei aufteilen würde. Ich kann euch zwar in diesem Kurzfilm nicht alles zeigen, aber das Wichtigste schon. Haben wir eine kleine Bücher- und Spiele. Die Schokocroissants vorbereitet oder ein paar Schweineöhrchen. Von den zahlreichen AGs, die unser Elli anbietet, habe ich dieses Jahr die Homepage AG gewählt. Und was denn die Homepage AG ist, zeige ich euch jetzt mit dem Leiter der Homepage AG, Herr Fremder. Jetzt ergänzen wir da noch Literatur. Genau. Ja, also uns ist es wichtig, dass die Seite von Schülern für Schüler und Eltern gemacht wird. Wir haben auch gute Ideen, die Kinder, was wir da verbessern können und sind ja auch quasi diejenigen, die es ansehen. Deshalb ist es wichtig, dass wir Lehrer das nicht alleine machen, sondern die Kinder hier auch als Berater und Durchführende an unserer Seite haben. Wir stehen ja jetzt in der Cafeteria, die eigentlich wegen der Pandemie jetzt geschlossen ist. Aber wir gehen jetzt zu unserer nächsten Station, zu Frau Övitsch. Denn sie ist die Ganztags- und AG-Organisateurin. Frau Övitsch, was ist denn Ihre Aufgabe als Ganztagskoordinatorin? Hallo Eli. Meine Aufgabe sind sehr breit gefächert. Eine meiner Aufgaben sind, die AGs zu koordinieren und um ein paar Beispiele zu nennen, haben wir zum Beispiel die Basketball-AG, dann haben wir die Rechtskunde-AG, die Esskultur-AG ist eine AG, die den Unterricht mit dem Mensa-Verein verbindet. Dann koordiniere ich die Lernzeiten, die kennst du bestimmt. Was weißt du über die Lernzeiten? Ich frage mal jetzt zurück. Ja, also in den Lernzeiten haben wir die Möglichkeit, unsere Aufgaben zu erledigen, weil wir bekommen hier im Elli gar keine Hausaufgaben, sondern Lernzeitaufgaben. Was ich auch ganz interessant finde, Frau Övitsch, wir arbeiten doch mit einem Festival zusammen. Ich weiß gerade nicht ganz, wie das heißt. Können Sie? Ja, Klavierfestival Ruhr. Da kooperieren wir mit einer Grundschule und dann gibt es am Ende eine ganz tolle Aufführung, was jetzt natürlich ausfallen muss durch die Pandemie. Aber sonst ist das sehr, sehr spannend und regional übergreifend. Ich sitze hier gerade in einem ganz besonderen Raum, nämlich in dem Beratungsraum. Und hier kommen Schüler hin, wenn sie Probleme oder auch Fragen haben. Und dafür haben wir auch die Vertrauenslehrer, die uns dann beraten. Und da habe ich Herr Steinkamp neben mir sitzen. Er ist nämlich SV-Lehrer. Hallo Herr Steinkamp, was ist denn eigentlich so Ihre Aufgabe als SV-Lehrer? Also die Aufgabe eines SV-Lehrers ist, Schüler zu beraten und sie auch zu einem ja, demokratischen Mitarbeiten zu bringen. Also die Frau Beyer-Kütschig und ich sind dafür zuständig hier an der Schule. Die Schüler wählen uns als SV-Lehrer einmal im Jahr.
Und entweder die Schüler haben Probleme, dann kommen sie zu uns und wir beraten sie dann hier zum Beispiel in diesem Raum. Oder man macht das telefonisch, das kann man auch machen. Ich habe erfahren, dass Sie etwas ganz Besonderes drauf haben. Könnten Sie uns das verraten? Ja klar, ich kann dir das zeigen und vielleicht kann ich euch das auch beibringen. Komm mal mit. Das lasse ich mir doch nicht zweimal sagen. Dann kommt mal mit. Ja, dann kannst du ja mal losgehen. 1, 2, 3, los! Wir haben ganz viele AGs bei uns an der Schule, auch die Zirkus-AG. Und wenn ihr sowas lernen wollt, dann seid ihr bei uns genau richtig.